Moin, herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfachmap Version 2.0 ohne Gräben. Beginn einer neuen Aufnahmesession. Ihr erratet es sicherlich schon. Wir müssen uns mal um Produktionen kümmern und versorgen. Also wir müssen zum Beispiel Papier zur Molkerei bringen und so weiter und so fort. Und daher, als allererstes kann ich erstmal unsere Big M's wieder aktivieren. Und geht sofort weiter. Sorry. Grasfeld. Ist das oder habe ich nochmal? Aha, Gras 16, Big M neu, das war's. Ich weiß nicht, warum er jetzt da lang fährt. Ich will ihn mal eben wenden. Eigentlich wäre er ja wahrscheinlich andersrum. Ich bin ja auch auf Grasfeld 11. Dämlich, ne? Selten dämlich, aber egal. Ja, jetzt könnte höchstens da vorne der uns im Weg liegen. Aber hey, dann ist das so. Ja, schön, der läuft. Der andere Big M, der steht auf Asphalt 16. So, und da habe ich nämlich den hier vorne, G16 Big M, kann ich nämlich löschen. Und dann kann es da nämlich weitergehen. Jetzt machen wir erstmal Grasballen bis zum Silageballen bis zum geht nicht mehr. Okay, so, was wollte ich denn? Ja, genau den wollte ich auch haben. Wie ist es? Habt ihr euch Freitag und gestern unsere Livestreams angeguckt? Wir sind ja jetzt auch wieder auf der Nordfriesischen Marsch hier unterwegs. Und nicht mehr auf der Hauptfach. Obwohl ja. Also, ich nehme das hier, diese Session ist praktisch am Samstag.
Es soll ja wohl am Samstag noch ein Update kommen für die nordfriesische Marsch, aber... Ja. Ach, für die Hopfach, nicht für die nordfriesische Marsch. Völliger Quatsch. Nein, für die Hopfach soll natürlich eigentlich heute, also gestern, ne, wenn ihr das guckt, gestern ein Update kommen. Und ja, wir schauen mal. Wir bleiben erstmal auf der nordfriesischen Marsch. Wir haben da bei 0 angefangen. Und das sind aber gestern schon, ja, schon ganz gut weit gekommen. Und heute, also ich habe gerade noch eine Nachricht bekommen von meinen Mitstreitern, dass ich nicht immer gegen Bäume gegen Laternenmasten fahren soll. Nein, dass die heute noch weiter gespielt haben und irgendwelche Felder bearbeitet haben und so. Also fleißig, fleißig, fleißig. Ganz klasse. Nächstes Wochenende auch wieder Livestreams. Ja, und heute um 12 startet ein neues Projekt von mir. Ich spiele X-Plane Flugsimulator. Mal gucken, wie das ist. Ich will da mal reinschnuppern. Ich werde da mal ein paar Folgen von produzieren und wenn es mir gefällt und ich das weiterspiele, dann werde ich da auch bei bleiben. Wenn nicht, ja, dann nicht. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Paletten und Paletten haben wir. Super. Dann nur eben ein bisschen aufpassen, dass ich mir nicht hier... Aber ich kann ja eigentlich erstmal hier die Kartons wegholen. Und ins neue Zentrallager fahren. So, sollte der das jetzt nicht auch mal nach vorne schieben? Irgendwann mal, so im Laufe der Woche. Hallo? Hallo? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, der Anhänger hat ja einen größeren Ladebereich. Das ist ja auch sehr interessant immer zu sehen. Trotzdem komme ich damit da nicht hin. Also aussteigen von Hand. Das ist ja nix. Nein, da wollte ich doch nicht gegenfahren. Vor allem wollte ich hier Autoload ausmachen. Das möchte ich jetzt erstmal ins neue Lager bringen. Ja, da kann ich eigentlich... Oh, ich muss hier Paletten hinbringen. Okay. Die kann ich ja eigentlich mitnehmen. Ins neue Lager. So, jetzt muss ich gleich bloß mal gucken, wo denn hier Karton und Papier hinkommt. Ich weiß es natürlich nicht.
Kühlhaus. Ne, ins Kühlhaus nicht. In the Kühlhaus not. Lebensmittel sind es auch nicht. Wahrscheinlich da hinten einfach rein, ne? Getränke. Produkte und Werkstoffe. Stoffrolle. Papier. Bretter. Holzkohle, Holzscheit. Karton, ja. Hier passt es rein. Super. Kann man es ja gleich mal voll machen. So, ist auch eingelagert. Ja. Doch schön. Das ist doch schön. Halt! Ich hab doch gesagt, ich muss Paletten mitnehmen, ne? Ich brauch. Was ich brauch Paletten an der Zellstofffabrik, habe ich gesagt. Also, nehme ich gleich mal eine Ladung mit hier. Auch wenn das jetzt noch nicht so geplant war, dass ich die einfach so über den Haufen fahre. Aber. Naja. Ist dann so. Wow, ruckelt aber ganz gut hier. Jetzt nicht voll, aber ich kann hier auf einmal auf jeden Fall erstmal gut weiter produzieren. Hier in the Zellstofffabrik. Warum schiebt er? Ah, jetzt schiebt er weiter. Sehr schön. Schiebt er das jetzt auch vor oder schiebt er es nicht vor? Wir werden sehen. Ist, glaube ich, noch nicht vor. Er schiebt es noch nicht vor. Naja. Fahren wir ein kleines Stückchen näher ran. Dann nehmen wir auch das mit. Super.
So, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr da wart, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Kommentar oder ein Like, Abo. Ja. Kommt mich bei Facebook besuchen und auf meiner Homepage friesenjung13.de. Wenn ihr Interesse an Flugsimulatoren habt, dann kommt doch auch gerne mal heute ab 12 schaut da mal in mein neues Projekt hier bei YouTube, Explain 11, spiele ich da. Und ja, ich fange wirklich ganz, ganz, ganz weit unten an, ganz am, also beim Fliegen fängt man ja meistens unten an, auf dem Boden, ne? Nein. Ich meinte natürlich, ich fange also auch ziemlich bei den Basics an. Also ich mache wirklich eine Flugschule mit und mal gucken, wie dann so mein Fortschritt ist. Gucken wir mal, ja. Und nächste Woche Freitag, also jetzt kommenden Freitag und kommenden Samstag Livestreams. Ja, schaut rein. Ich bedanke mich bei euch und sagt ciao.